Und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die in the Darkness Falls Mod. Moin Leute, hier ist der Danger Seeker. Schön, dass ihr einschaltet. So, unsere erste Quest heute. Sollen wir ins Beavers Restaurant gehen? Upp. Und die Taschenlampe mitschleppt, weiß ich auch noch nicht genau. Wow. Der hätte auf jeden Fall gesessen. Dietrich hier? Nö. Ja, ab ins Restaurant. Ich hoffe natürlich darauf, dass wir Footy Footy finden. Ansonsten erwartet uns an unser Lager Schale Suppe. Also nicht Schal wie Schales Bier, sondern eine Schüsselsuppe daneben. Ja. Man muss diesen Baseballschläger doch lieben, oder? Boah. Gespannt, wo der Eingang sein soll. Da kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Hier im Drive-Thru. Drive-In. Oh. Nochmal Reparatur-Kits. Nice. Entschuldigung. Ja. Gut genießt es, halb gewonnen. Der Kollege ist schon tot. Mal gucken, wie kommen wir denn da hin? Ach so, du kommst schon mal runter. Das ist nett von dir. Oh Mann, ich hasse Jump'n'Run. Aber das wisst ihr ja, Leute, ne? Das ist nicht Danger Seekers Shit. Oh Mann. Jetzt müssen wir den Spaß nochmal machen. Na. Alter. Wie geht denn das? Ich kann mich daran erinnern, dass wir schon mal hier waren. Oh, einfach rüber rennen. Na, haben wir hier irgendwo ein Birdie Birdie Bird? Da ist so ein Birdie Birdie Bird und ich habe keinen Pfeil dabei. Shit. Da sind die Vorräte. Oh, Quest abgeschlossen. Wie kommen wir zum Main Loot?
Wir sind beim Main Loot angekommen. Wow. Oh Mann. Was? Lebt immer noch? Oh Mann, kein 9 Millimeter. So leicht kommt man zum Main Loot. Naja, gut zu wissen. Oha, die Grillen zirpen, also haben wir schon nach 19 Uhr. Zirpen grillen. Dann hoffe ich mal jetzt, dass wir als Belohnung 9mm Patronen aussuchen können. Ansonsten versuchen wir mal welche zu kaufen. So, well, that didn't take long. Shit. Nice work. Sorry, but I've never heard of a stim pack. Seitige Zombies 109 Meter entfernt. Essen Gäste Nummer 1. Oh, I would kiss you, but you know, apocalypse hygiene and all. Ach, ist ja gleich hier nebenan. Ich kann mir da auch unsere Base errichten. Wenn wir das Ding eh schon säubern müssen. Und welche ist denn das? Hätten wir auf jeden Fall Platz für Fahrzeuge. Oh shit. Ah!
ich habe nicht genügend Ausdauer. Ist hier noch ein Doggy? Komm schon, 9 mm. Ein Bunkerknacker-Mod. Ist auch nicht schlecht. Keine 9 mm Muni dabei. Nicht normal. Aber wie ist immer nicht verkehrt. So, reißen wir ab. Ja, machen wir uns doch hier auf dem Dach gemütlich. Hier haben wir doch genügend Platz für Werkbänke. Mit allen Shit. Oh. Liebe Jen, was hast du für uns im Angebot? If you got the dukes, I'll make the time. Now that you have some money to spend, we're running a 10% off sale for the rest of the day. Praktisch Sturmgewehr habe ich ja schon. Steak mit Kartoffeln. Ihn habe ich, glaube ich, auch, oder? Ach, die kann man bestimmt noch selber craften. Das brauche ich nicht. Eine Machete. Immer die Machete. You need some work? I need some commissions. I had a good feeling about you. A spar.
Okay. War vielleicht zu viel des Guten. Das ist wohl... Alter. Zu viel des Guten. Wow. Schön. Okay. Oh, Leute. Überladen zu sein, schockt überhaupt nicht. Hier müssen wir auch eine Leiter nach außen knocken, damit die Zombies da nicht hochkommen. Oh. Ich habe noch gesagt, Leiter ausknocken. Mann, was die immer von einem wollen. Holzfäller, mit denen legt man sich besser jetzt nicht an. Nee, besser nicht. Selbstgebautes Schienengewehr? Nö. Aber Feuer, wo ich denn jetzt? Ach, da.
Wasser. Naja. So, okay, liebe Leute, das war's dann erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, über einen Kommentar oder über ein Abo. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.